Komm mit auf eine spannende Zeitreise zu den Anfängen von Mercedes-Benz. Karl Benz, Gottlieb Daimler und sogar ein kleines Mädchen namens Mercedes haben den Grundstein für diese Marke gelegt, die heute zu einem der größten Namen in der Automobilbranche geworden ist. Doch die fast 100-jährige Geschichte des Unternehmens war nicht immer einfach. Es gab Höhen und Tiefen, Glücksmomente und schwierige Zeiten. Wir werden gemeinsam durch die lähmende Wirtschaftskrise, die von zwei Weltkriegen geprägt wurde, und durch die politischen Veränderungen in Deutschland reisen. Bleib dran und entdecke die fesselnde Geschichte von Mercedes-Benz. Vor Mercedes-Benz gab es Daimler-Benz, aber lass uns diese Geschichte Schritt für Schritt erzählen. Nur wenige Menschen auf der Welt können von einem solchen Einfluss wie die deutschen Ingenieure wie Karl Benz und Gottlieb Daimler auf die Innovation des deutschen Automobils sprechen. Die beiden waren wahre Erfinder, denn ihre Kreationen legten den Grundstein für den weltweiten Erfolg von benzinbetriebenen Fahrzeugen. Sie können stolz darauf sein, die Ersten zu sein, die benzinbetriebene Fahrzeuge entwickelt haben. Karl Friedrich Benz war ein deutscher Maschinenbauingenieur, der 1844 als Sohn von Johann Georg Benz und Josephine Vaillant in Mühlburg, Baden-Württemberg geboren wurde. Als er 2 Jahre alt war, verlor er seinen Vater durch eine Lungenentzündung. Seine Familie war nicht das, was man als wohlhabende Familie betiteln konnte. Seine Mutter war jedoch in der Lage, ihm den Zugang zu einer guten Ausbildung im örtlichen Bildungssystem zu ermöglichen. Karl zahlte das Vertrauen seiner Mutter in ihn mit hervorragenden Ergebnissen in allen wichtigen Fächern, einschließlich Mechanik, zurück. Obwohl sein Vater verstarb, als er kaum laufen konnte, wurde Karl von dessen Liebe zum Maschinenbau beeinflusst. Sein Vater hatte an alten Lokomotiven gearbeitet und war leidenschaftlich darin, die Motoren jedes fahrenden Zuges zu reparieren. Als Karl selbst immer mehr von der Faszination des Maschinenbaus ergriffen wurde, entschied er sich für den Besuch einer polytechnischen Schule, wo er von einem Mann namens Ferdinand Rethenbacher unterrichtet wurde. Hier wuchs seine Begeisterung für den Lokomotivbau. Zuvor hatte er das Schlosserhandwerk erlernt, wechselte aber im Alter von 15 Jahren zur Fachrichtung Maschinenbau an der Polytechnischen Schule Karlsruhe. Er verbrachte 4 Jahre in dieser Schule und schloss sie im Jahr 1864 als junger Erwachsener mit Auszeichnung ab. Mit diesem Wissen über den aktuellen Stand der Automobilindustrie verließ er die Schule. Er wechselte von einem Ingenieurbüro zum anderen und übernahm 7 Jahre lang verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Unternehmen, um den Beruf zu erlernen. Doch nichts davon funktionierte und der damals 26-Jährige spürte eine Sehnsucht nach etwas anderem als dem Ingenieurwesen, das er zu beherrschen hoffte. In diesen Jahren arbeitete er als technischer Zeichner, der Entwürfe für eine Fabrik anfertigte, die Wagen herstellte. Außerdem war er 1868 bei einer Firma beschäftigt, die Brücken baute, bevor er nach Wien zog, um für eine Eisenbaufirma zu arbeiten. All diese Tätigkeiten legten den Grundstein für sein Leben in den 20ern, bis er im Jahr 1871 im Alter von 27 Jahren schließlich das große Los zog. Der Einfluss von Ferdinand ließ Karl nicht los. Ihre gemeinsamen Forschungen darüber, wie man Dampfmaschinen überflüssig machen könnte, führten Karl dazu, darüber nachzudenken, wie man Motoren entwickeln könnte, die in eine pferdelose Kutsche passen würden. In der Schule stellte er sich eine Pferdekutsche auf Rädern vor, ohne Sattel oder Peitsche, um das Pferd zu quälen und zu lenken. Wenn etwas einen Motor hatte und sich selbstständig fortbewegen konnte, war es entweder ein Boot oder ein Zug. Während er zwischen verschiedenen Jobs hin und her wechselte, erforschte Karl intensiv, wie man Kutschen mit Motoren ausstatten könnte. Die Inspiration dafür kam ihm an einem der vielen Tage, an denen er mit dem Fahrrad durch die Stadt fuhr. Karl war nicht der Erste, der auf die Idee einer motorisierten Kutsche kam. Es gab viele Ingenieure, die erfolgreich mit dem Gedanken spielten, Kutschen zu bauen, die sie selbst fahren und steuern konnten. Einige von ihnen entwickelten sogar selbstfahrende Autos, aber die meisten waren nicht praktisch genug, um als funktionierende Produkte auf den Markt zu kommen, die sich der Durchschnittsdeutsche leisten konnte. Abgesehen davon, dass nicht jeder Deutsche sich ein solches Fahrzeug hätte leisten können, blühte das Deutsche Reich zu dieser Zeit auch nicht gerade auf. Karl entdeckte jedoch eine geheime Lösung, die die Probleme der Ingenieure, die mit Automobilen experimentierten, lösen würde.
Das Hauptproblem bestand darin, dass sie das gleiche Antriebssystem wie Lokomotiven und Schiffe verwendeten. Die gute, alte Dampfmaschine. Karl erkannte, dass sie zu sehr in alten Mustern verhaftet waren, anstatt einen neuen Motorentyp auszuprobieren. Alles, was sie brauchten, war eine völlig neue Antriebsquelle für das Fahrzeug. Während er noch an der Verfeinerung seiner Idee arbeitete, fand Karl Jobs in einer Eisengießerei und einer mechanischen Werkstatt. Er heiratete seine Frau Bertha Ringer, die sich gemeinsam mit ihm um die Eisengießerei kümmerte, und das Geschäft begann zu florieren, obwohl es vor ihrer Heirat einige Schwierigkeiten gab. Bertha ermutigte ihn dazu, einen funktionsfähigen Motor zu entwickeln, der die kutschenlose Kutsche antreiben könnte. Es dauerte 10 Jahre. Aber schließlich gelang es Karl in den späten 1870er Jahren, den ersten Zweitaktmotor zu bauen. Mit diesem Durchbruch begann ein völlig anderer Kampf für Karl, nämlich seine Idee als seine eigene zu behalten. Viele Ingenieure waren immer noch auf der Suche nach dem perfekten Motor und er erkannte die Gefahr, dass sie Zugang zu seiner neuen Erfindung bekommen könnten. Es bestand die Möglichkeit, dass jemand anderes einen Motor mit derselben Anwendung oder sogar dem gleichen Design entwickeln könnte. Und er sollte Recht behalten. Um seine Erfindung zu schützen und sicherzustellen, dass er daraus profitieren konnte, begann Karl, alles zu patentieren, was er in den Motor einbaute, um ihn vollständig zu machen. Dazu gehörten das Zündsystem, die Zündkerze, der Vergaser, das Kupplungsgetriebe und der Wasserkühler. So konnte Karl zusätzlich zu seinem Eisengießereigeschäft auch Zweitaktmotoren verkaufen. Die Aktien seines Unternehmens stiegen weiter und er begann, Investoren aufzusuchen, um die Entwicklung der Produkte seines Unternehmens weiter zu finanzieren. Durch die Suche von Aktionären, die einen wesentlich höheren Anteil am Unternehmen hielten, wurde er zunächst zum Bänkelsänger in seinem eigenen Unternehmen, bis er schließlich das Unternehmen verließ. Trotz dieses Rückschlags blieb Karl weiterhin von der Verwirklichung des Automobils fasziniert. Und seine Hoffnungen wurden wiederbelebt, als er seine langjährige Leidenschaft für Fahrräder entdeckte. Er schloss sich mit 2 Fahrradreparaturen, Max Rose und Friedrich Wilhelm, zusammen und gründete mit ihnen eine Partnerschaft, aus der das Unternehmen Benz & Cie entstand. Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Produktion und den Verkauf von Industriemaschinen sowie auf Karls patentierten Zweitaktmotor. Das Unternehmen erwies sich als profitabel, sogar profitabler als seine vorherige Firma, und wuchs stetig. Zudem konnte Karl von Max und Friedrichs Erfahrungen mit Fahrrädern profitieren und mit seinem Benzinmotor ein eigenes Automobil bauen. Damit wurde der Grundstein für den größten Erfolg seines Lebens gelegt. Lokomotiven und Schiffe, die mit der alten Dampfmaschinentechnik betrieben wurden, hatten entweder ihren Motor an der Vorderseite oder am Heck. Diese Maschinen waren massiv und entsprachen den hohen Leistungsanforderungen, die sie erfüllen mussten. Karl Benz entwickelte einen viel kleineren Benzinmotor, der keinen separaten Behälter benötigte. Stattdessen entschied er sich, den Motor in den Wagen zu integrieren. So entstand 1885 der Motorwagen, das erste Auto der Welt. Das Fahrzeug hatte 2 Sitze und 3 Räder, ähnlich einem Dreirad. Der Motor lief mit Benzin. Der Motor war nicht besonders stark und erzeugte kaum eine Pferdestärke. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 11,26 Kilometer pro Stunde. Schnelligkeit war für Karl Benz nicht das Hauptanliegen. Vielmehr war er stolz auf die neue Leistung, die zu dieser Zeit niemand sonst vorweisen konnte. Im Jahr 1886 fuhr er voller Stolz mit dem ersten Auto durch die Straßen von Mannheim. Die Menschenmenge empfing ihn mit gemischten Gefühlen. Viele waren schockiert und hatten das Gefühl, ein seltsames Gefährt zu sehen. Diejenigen, die seine Erfindung fürchteten, waren zahlreicher als die Bewunderer. Die Kritik war verständlich. Karl verlangte von den Menschen, ihr Leben einer Maschine anzuvertrauen, von der sie glaubten, sie könne jederzeit explodieren. Seine Partner bei Benz und Cie konnten seine Besessenheit von dem dreirädrigen Wagen nicht verstehen. Erstens sahen sie darin keinen Geldbringer, da es nicht so schnell wie ein Pferd war und getankt werden musste. Der erste Benz wurde im Jahr 1888 auf den Markt gebracht, dank der tatkräftigen Unterstützung von Karls Ehefrau. Sie fuhr selbst Tausende von Kilometern, um ihre Mutter zu besuchen, und erklärte dabei auch, warum sich die Autos erst so viel später verkauften.
Ein Hauptproblem des Fahrzeugs bestand darin, dass es regelmäßige Wartungsarbeiten erforderte und nicht über längere Zeiträume hinweg ohne Unterbrechung funktionieren konnte. Es bedeutete, dass jeder Käufer bei einer Panne einen Mechaniker mitführen musste, um das Auto zu reparieren. Ein weiteres Hindernis für die Akzeptanz war der hohe Preis der Fahrzeuge, wodurch sie nur für die wohlhabende Elite erschwinglich waren. Tatsächlich interessierten sich nur etwa 10% der Gesellschaftselite überhaupt für das Auto. Die Tatsache, dass das Auto 12 Stunden am Stück fahren konnte, solange man es auftanken konnte und einen Mechaniker hatte, der bei einer Panne helfen konnte, wurde jedoch zu einem wichtigen Verkaufsargument für das Fahrzeug. Zu großem Erstaunen seiner Partner entwickelte sich Karls Fahrzeug zu einem bedeutenden Produkt für Benz und sie. Das Unternehmen avancierte rasch zum größten Motorenhersteller des Landes, hauptsächlich aufgrund des Motorverkaufs. Doch auch das Automobilgeschäft gewann an Dynamik. Die Einstellung von 2 neuen Mitarbeitern für Marketing und Wirtschaft erwies sich als großer Vorteil für Karl, der von Ehrgeiz angetrieben war. Mit dem neuen Team konnte er sich endlich voll und ganz auf den Bau von Motoren und Autos konzentrieren. Er machte weitere Fortschritte und brachte eine verbesserte Version seines Fahrzeugs auf den Markt, den Benz Victoria. Dieser Wagen war mit einem 3 PS Motor schneller und konnte Geschwindigkeiten von bis zu 17,7 km/h erreichen. Das erfolgreichste Produkt wurde der Benz Velo, den Karl speziell für die Bedürfnisse der breiten Bevölkerung konzipierte. Er war erschwinglich genug und verkaufte sich allein im ersten Jahr über 1000 Mal. Dies stellte den bisher größten Absatz eines Automobilunternehmens in der deutschen Geschichte dar. Benz und Sie etablierte sich als größtes deutsches Automobilunternehmen und hatte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts keine Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Zu diesem Zeitpunkt tauchte mit der Firma Daimler unter der Leitung von Gottlieb Daimler ein Konkurrent auf, dessen Unternehmen mit dem Viertaktmotor experimentierte und begann Autos zu bauen, die besser als die von Benz waren. Diese Rivalität sollte sich langfristig negativ auf Karls Zukunft auswirken und einmal mehr musste er sich bemühen, sein Unternehmen am Leben zu erhalten. Das Unternehmen Daimler wurde von Gottlieb und Wilhelm Maybach geleitet. Sie begannen mit der Produktion von Automobilen, die nicht nur eine starke Konkurrenz für die Benz-Fahrzeuge darstellten, sondern noch viel mehr. Im Gegensatz zu Karl, der sich hauptsächlich auf den Bau von Autos für die Allgemeinheit konzentrierte, war Daimler eher geschäftsorientiert und hatte das Ziel, in der schnell wachsenden Welt des Motorsports Fuß zu fassen. Ihr erstes Auto wurde im Jahr 1897 verkauft und begann einige Kunden von Benz und Sie für sich zu gewinnen. Ihre Fahrzeuge waren schneller und komfortabler, was zweifellos ausreichte, um einen Marktumschwung auszulösen. Nach einem Rückschlag bei Daimler machte Maybach das Unternehmen mit Unterstützung eines Geschäftsmannes namens Emil Jelinek wettbewerbsfähig. Im Jahr 1901 produzierte er den weltweit ersten Mercedes, der über 35 Pferdestärken verfügte. Der Wagen wurde nach Emils Tochter benannt. Das Auto war so erfolgreich, dass weitere Mercedes-Modelle entwickelt wurden, die eine Leistung von bis zu 56 PS erreichen konnten. Die Partner von Karl Benz sahen die starke Konkurrenz von Daimler als Bedrohung für ihr eigenes Unternehmen an. Doch Karl Benz hatte eine andere Sichtweise. Während er weiterhin die schnellsten Autos produzierte und Benz als führenden Hersteller etablierte, konzentrierte sich Daimler hauptsächlich auf den Rennsport. Dies war natürlich notwendig, um schnelle Autos zu entwickeln. Karl hingegen bevorzugte Fahrzeuge, die sicher und zuverlässig waren und den Menschen ermöglichten, ihre täglichen Aufgaben unfallfrei zu erledigen. Dennoch gab er dem Druck nach und produzierte einen Rennwagen für Benz und Sie. Dieses Fahrzeug war beeindruckend. Mit einer Leistung von 120 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 96,56 Stundenkilometern. Dieses Modell und die folgenden Modelle stellten die Vorherrschaft von Benz in der Branche sowohl bei normalen Autos als auch bei Rennwagen wieder her. Jedoch kämpfte Daimler mit allen Mitteln darum, mit eigenen verbesserten Produkten auf dem Markt zu bleiben. Dieses Märchen fand jedoch ein jähes Ende, als Deutschland in einen unglücklichen Krieg verwickelt wurde. Dies hatte zur Folge, dass Daimler und Benz ihre Geschäfte nicht wie gewohnt fortsetzen konnten. In Anbetracht der Umstände mussten sie zu dieser Zeit den einzigen logischen Schritt unternehmen. Die Bedingungen der Vereinbarung waren unkompliziert. Beide Unternehmen würden ihre Ressourcen zusammenlegen, jedoch weiterhin ihre eigenen Produkte herstellen. Dadurch wurde die Vereinbarung eher zu einer Kooperation als zu einer Fusion.
Angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage waren die beiden Unternehmen gezwungen, im Jahr 1926 zur Fusion von Daimler-Benz zu schreiten. Karl Benz verstarb 1929 im Alter von 84 Jahren, aber das Unternehmen blühte dank der Fusion weiter auf. Mit dem Aufstieg der Nazi-Regierung begann sich die Situation jedoch bald zu ändern. Hitler startete einen weltweiten Eroberungsfeldzug in Zusammenarbeit mit den führenden Automobilherstellern des Landes und unternahm Schritte, um ihre Fahrzeuge außerhalb Deutschlands erschwinglich und marktfähig zu machen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterbrach jedoch den Zugang von Daimler-Benz zum internationalen Markt, was das Unternehmen vor eine Herausforderung stellte. Daimler-Benz begann, deutsche Kriegsmaschinen herzustellen, die den Eroberungskrieg vorantrieben. Das Produktportfolio umfasste die Herstellung von Kampfpanzern und Versorgungslastwagen, die große Mengen an Lebensmitteln an die Front transportierten. Zudem wurden etwa 35.000 Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter für die Fahrzeugproduktion eingesetzt, die die Nazis im Krieg einsetzten. Daimler-Benz war der Hauptlieferant von Motoren für eine Vielzahl von Massenvernichtungswaffen, darunter Panzer, Bomber und Kampfflugzeuge. Nach der Niederlage 1944 zerstörten die Bomber der Alliierten die Fabriken des Unternehmens und setzten sie für einige Zeit außer Betrieb. Dies war das Ende des Unternehmens. Zumindest dachten wir das. Die Alliierten hatten viele deutsche Unternehmen fast vollständig zerstört. Aber einigen von ihnen wurde eine Galgenfrist gewährt, darunter auch Daimler-Benz. Dennoch wurde die gesamte Führungsstruktur des Unternehmens in Frage gestellt. Alle Vorstandsmitglieder mit nationalsozialistischer Vergangenheit wurden abgesetzt und ein neues Management wurde eingesetzt. Dies schuf die ideale Grundlage für die Wiederbelebung von Daimler-Benz. Daimler-Benz hatte seine ausländischen Tochtergesellschaften und alle Fabriken an die Alliierten verloren, die sie als Teil der Reparationszahlungen konfiszierten. Das Unternehmen begann einen langsamen, aber schrittweisen Wiederaufbau. Von den ursprünglichen Werken in Süddeutschland wie Untertürkheim, Sindelfingen, Mannheim, Gaggenau und Berlin-Marienfelde waren nur noch 4 übrig geblieben. Dennoch konnte das Unternehmen seinen vor Kriegsbeginn erreichten Status als hoffnungsvolles und profitables Unternehmen wiedererlangen. Der letztendliche Erfolg war auch der Wiedereinstellung von Otto Hoppe zu verdanken, einem Manager, der während der NS-Zeit aus dem Unternehmen gedrängt worden war. Die Produktion wurde 1947 wieder aufgenommen. Und 1948, als sich die deutsche Wirtschaft nach dem Krieg erholte, konnte das Unternehmen wieder Gewinne verzeichnen. Das Unternehmen wuchs weiter, auch als andere Automobilhersteller wie Audi und BMW auf dem Markt Fuß fassten. Sie spielten jedoch stets die zweite Geige hinter der älteren Marke Daimler-Benz. Das Unternehmen brauchte 15 Jahre, um zwischen 1949 und 1960 an die Spitze des weltweiten Automobilgeschäfts zurückzukehren und hat seitdem nicht mehr zurückgeblickt. Eine weitere beliebte Marke, deren Geschichte aus den dunklen Zeiten des Nazi-Deutschlands stammt, ist Hugo Boss, eine weltweit führende Modemarke. Schau dir das Video auf der linken Seite an, um mehr darüber zu erfahren. Schau dir auch das Video auf der rechten Seite an, um die inspirierende Geschichte zu sehen, wie ein Kind ohne Vermögen Nike, eine der größten Sportbekleidungsmarken, aufgebaut hat.